Yoho Rockstars, was geht ab? Willkommen zu einer neuen gepanzerten Folge Spider-Man. Jetzt erstmal das letzte Bild. Und der letzte Rucksack. Und dann geht's Wunderbar. weiter mit der Hauptmission, wo wir Oscorp ausspionieren sollen. Das heißt, die verrückte Spider-Man, ich will nur. Ah, ich will nur meinen Rucksack. Macht mich das verrückt? Ich komme nicht an die Wand. Boah. Halt dich fest. Meiner. Ticketfetzen. Okay. Rucksäcke gefunden. Abgeschlossen. Ja, das war der letzte. Richtig, richtig gut. Oh, noch Verbrechen. Das nehme ich natürlich mit. Zack, zack, zack. Aber so. Was heißt hier sei natürlich? Ich renne gerade eine Wand hoch und du redest von Natürlichkeit. Hey, Dächer sind zum Hallo. Grillen da, nicht zum Ballern! Ich glaube, ich weiß, wann er sofort Nacord eintrifft. Hau mich mal. Ich will was testen. Willst du mich verarschen? Hau doch zu! Ey. Die ganze Zeit gehen sie einem auf den Sack. Wenn man will, dass die zuhauen, dann machen sie es nicht. Leute von heute, ey. So. Auch nicht. Ich dachte, wenn das Gesicht eingenebelt ist. Da möchte man nachlesen, wie das Sofort-Takedown funktioniert. Und tschüss. Und. Silver Geh Sable die Wand. sollte mir ein Gehalt zahlen. Eigentlich schon. Der ist offiziell immer noch obdachlos. Falls du schon vergessen hast, Spidey. Da wäre so ein Gehalt richtig nice. Zack, zack. So, die Wahrzeichen müsste ich eigentlich auch alle fertig haben. Ich glaube, hier müsste es sein. Hier müsste ich rein, ne? Ja, das ist Oscorp. Na, da hoch. Komm. Los geht's. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Also noch eine Sneaky-Mission. Und wie wir in der letzten Folge gesehen ich könnte haben. Mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken. Das kann ich richtig nicht so gut. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen vier davon im Gebäude verteilt zu sein. Vier? Das sollte es mir leichter machen. Normalerweise in allen Spielen sind es immer drei. Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Guck nicht nach unten. Na, jetzt da durch. An alle Sable Schnell nach oben. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Ein Experten für Softwareprobleme. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Initiiere okay. Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Ja. Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software?
Oh nein! Suchen wir im Moment. Ich wollte eigentlich nach oben. Alarmstufe beibehalten. Durchsprinten. Okay. Nach rechts. Nur noch zwei Module. Achtung an alle Sable Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren. Verdammt, jetzt ist noch ein Subsystem offline. Was kommt jetzt? Über noch Neli. 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Die wissen natürlich genau, wo ich bin. Ich muss weg. Nicht nach rechts, nach oben. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über morgen Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Apropos verrückt, wo ist dieses letzte Modul? Du redest mit MJ und sagst hier, mach nichts Verrücktes. Ah, da ist das letzte. Ja. Ja? Okay, nice. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Nein. Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein, hier sind nur wir Spinnen. Ja, und ich bin drin. Sucht draußen so viel wie ihr wollt. Schickt alle Kräfte nach draußen. Bitte. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Jackpot! Okay. Bestimmt dieses Minigame. GR27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Und wenn es umkehrt, tötet es alle. Okay, nach 7 Tagen sind alle tot. Gruselig. Bisschen, ja. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Okay, aber... wir wussten doch schon vorher, dass Lee den haben wollte. Klar, jetzt weiß man warum, aber... okay, Level up. Stufe 30 sind wir schon. Und mehr Schwunggeschwindigkeit. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sable Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable Lager einschleichen. Das kann schief gehen. Ich muss zum Central Park. Ja, bevor ich zum Central Park gehe... Spidey? Er wollte gerade nicht schwingen. Mach ich erstmal hier für Harry die Mission. Und dann geht's sofort los zur nächsten Hauptmission. Doc hat sich gemeldet. Peter!
Ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Ja, irgendwie schon. Okay, Taubenfang. Okay, Pete. Das Labor hat Futterstellen, die Vögel anlocken und ihre Exkremente analysieren. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Wir müssen ihren Gesundheitszustand überprüfen. Weißt du, ich wäre so gerne hier, um mir deine schönsten Toilettenwitze anzuhören. Oh-oh. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Und er ist schon mutiert und kann sich auf Menschen übertragen. Okay. Ich kann in Harrys Labor den Impfstoff herstellen. Ich muss mich beeilen, sonst mutieren die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Am besten verteile ich ihn an 3 Hauptmigrationspunkten. Zum Glück hat die Station die Info, wo sie sich befinden. Tja, ein Glück. Erster Migrationspunkt ist im Park. Die Vögel verteilen den Impfstoff an ihre Kumpel. An ihre was? Die Tauben dulden, dass ich durch ihr Gebiet fliege. Also schulde ich ihnen was. Ich wette, die Avengers kennen keine Vogeldreck-Mission. Nein, kennen sie nicht. Das ist nur was für dich, Peter. Los geht's. Der Impfstoff ist aerogen. Ich kann ihn also in die Bäume sprühen. Hey! Nach links. Okay, das ist geschafft. Jetzt noch 2. Zum Glück ist der Impfstoff erogen. Das Spray gefährdet keine Menschen oder Tiere. Aber es heilt die Tauben. Oder löst die Zombie-Tauben-Apokalypse aus. Zombie-Tauben? Klingt cool. Ich wäre ein Fan von Zombie-Tauben-Apokalypse. Und noch einer. Ja, einer geht noch. Jameson macht da sicher was draus. Ich könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Anklage zu mir oder schießen auf mich oder so. Ist es übertrieben, wenn ich Tierarzt zu meinem Lebenslauf hinzufüge? Etwas, ja. Aber man darf ja ruhig übertreiben. Prüft ja eh keiner nach. Zur anderen Seite und zack. Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Okay, Tauben scannen. Hey. Geschafft. Keine Zombie-Tauben. Beim Rathaus? Das solltest du auch. Keine Zombie-Tauben. Ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ha. Nikola Tesla hat hier Tauben gefüttert. Und Harrys Mom auch. Ich erinnere mich, dass sie uns hergebracht hat. Ich würde es gern Harry erzählen, aber er reagiert nicht auf Anrufe oder Nachrichten. Ja, wo ist Harry nur? Wo ist die nächste Hauptmission? Nach da. Das Aktualisieren dauert immer extrem lange. Ich weiß nur nicht warum. Flachschwinger 2, 75 GP. Ja, Spider-Man ist ein richtiger Flachschwinger. Selber Spinner. Vor allem, wie schlau muss man sein, einen Typ mit Superkräften zu beleidigen? Ist mal ernsthaft. Wer wird das normalerweise machen? Naja. Menschen halt, ne? Sind nicht die hellsten. Hui.
Alle Einheiten, maskierte Terroristen sind in einem Truck auf der Flucht. Ja. Einheit bitte. Was mache ich? Ich helfe ihnen. Wir waffen dieser Truck. Hallöde. Und Dreieck, komm schon. Jawohl. Leute, schon mal was von Blinken gehört? Das gibt einen Strafzettel. Dutz. Und Endstation. Putz. Nach vorne. Und Putz. Ja. Zack. Bombe entschärfen. Bombe im Laster. Ich muss sie von den Zivilisten wegbringen. Oh! Bam. Ihr lasst den Nachschub einfach da hinten warten, damit ich glaube, ich gewinne. Und ihr mir die Hoffnung zerstören könnt, oder? Alter. Ich finde dieses Schwert immer noch cool. Ich will's haben. Alter, kann der gut ausweichen. Und eine Granate. Hier, schenke ich dir. Aua. Ach, der klebt schon. Ups. Einmal festkleben. So, die sind ja nur verwundbar, wenn sie selber angreifen. Oder nachdem sie angegriffen haben. Sicherung. Ich glaube, die zahlen gar nichts. Weil Terroristen und so, ne? Hui. Okay. Auf ins Sable-Lager. Klingt irgendwie ein Selbstmordkommando. Mist. Ist das wie eine MJ-Mission? Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Ja. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Natürlich funktionieren die. Außer du setzt sie falsch ein. Tutorial? Krieg das ich Loch eins? Im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. L2 gedrückt halten. Ach so. Okay, kapiert. Er kam auf die brillante Idee, Strom an Zeug. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt. Du siehst mich nicht. Okay, ich bin schon mal drin. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Was zum... Braver Soldat. Okay, auf nach oben. Da wird man nicht loben. Was ist das? Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Ist das nicht eigentlich gut? Weiter jetzt. Wer die nämlich denken, das ist nämlich ein Virus, der alle tötet. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Die alle töten, die damit zu tun haben. Dann wollen sie doch eigentlich was Gutes bewirken. Theoretisch gesehen. Standish ist sicher, Man. Schaltet auch den Funk ab. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Wird gemacht. Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Das glaube ich auch. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Ui. Okay, jetzt kann ich da rumlaufen. Wo ist der andere? Bitte dreh dich nicht um, Genosse. Danke, sehr freundlich. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Und... Jawohl.
Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden, wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Los, los, los! Überprüfe Sektor. Alles ruhig. Ah, okay. Geschafft. Natürlich fährt er genau bis zu der Kante. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, ma'am. Jetzt da rum. Verstanden, Zentrale. Die Luft ist rein. Eine Bewegung. Stand by. Ja, dann... Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Sieht wichtig aus. Ja. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Definitiv. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinen anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Okay, Leute. Wir sind wieder bei 20 Minuten angelangt. Wie es weitergeht, ob MJ es schafft, seht ihr in der nächsten Folge. Haut raus, Leute, bleibt geschmeidig. Peace.